Hallo Römerlieben-Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Harvest Neue Augen. Bewertet den Part und viel Spaß. Harvey, was ist nur mit dir passiert? So kennt man dich gar nicht. Du sollst Erwachsenen nicht widersprechen. Ist ja auch gar nicht nötig. Es gibt so viele spaßige Dinge, die erlaubt sind. Zählen oder mit Wollknäueln spielen. Was hast du da? Darf ich das mal sehen? Oh, ein Wollknäuel. Yippie! Das ist ja... Boogie. Hatte sich mit Hilfe des Hasen wieder in die Welt der Trance versetzt. In der Ferne sah sie die Riesenoberin vor ihrer Höhle umherstapfen. Und dort, wo in der Realität das Loch im Zaun geklafft hatte, gab es hier ein Spinnennetz, in dessen Mitte eine riesige Spinne hockte. Dies musste der zweite Dämon sein, den es zu bezwingen galt. Der Dämon. Hey. Wurde dir nicht gesagt, dass du das Schulgelände nicht verlassen darfst? Man darf Erwachsene nicht widersprechen. Aber weil du ein braves Kind bist, weißt du das ja bereits. Das wusste Lilly in der Tat. Aber Garrett hatte auch gesagt, dass sie hier im Kloster nicht länger sicher war. Die Regeln der Erwachsenen schienen Lilly plötzlich lückenhaft. Wie konnte sie dem Spinnendämon nur beibringen, dass die Oberin auch nicht immer recht hatte? Guck doch, wie hohl das da ist in ihrem Unterbewusstsein. Ja, du hast recht. Das passt zu deiner Aussage von vorher. Die Teergrube blubberte einladend. Leider hatte Lilly keine Zeit für ein Bad. Oh, eine russische Spinne. Ja. Eine Rippe. Lilly war gespannt, ob das wohl irgendeinen Effekt haben würde. Ein Einhorn! Jetzt merke ich es. Zotzi! Zotzi! Als Lilly sah, wie die riesige Oberin die Spinne in den Arm nahm, wurde ihr ganz warm ums Herz. Plötzlich wirkte die Oberin gar nicht mehr so groß und erwachsen. Mit einem wohligen Lächeln auf dem Gesicht erwachte sie aus ihrer Trance. Yeah. Das war einfach. Irgendwie. Für das andere war auch einfach, aber... Jetzt sind schon zwei Regeln, die wir brechen dürfen. Nice. Was war das? Schulgelände nicht verlassen? War das eine Regel oder an gefährlichen Orten? Welche Regel Lilly war das? Lilly hatte die zweite Blockade gelöst. Sie konnte zwar nur ein Verbot zur Zeit umgehen, aber das war besser als nichts. Erwachsenen widersprechen. Das war's. Ja, okay. Gut, dann können wir jetzt weg. Nice. Nice. Kapitel 2. Ätnas Versteck. Errungenschaft freigeschaltet, die Klosterschule. Sich Erwachsenen widersetzen. Als Lilly den Klosterberg hinabstieg, hatte die Dämmerung bereits eingesetzt. Du bist spät dran. Wo warst du nur so lange? Spar dir das. Es gibt eine Zeit des Redens und eine Zeit des Handelns. Und es gibt diese dritte Zeit. Die Zeit des auf der Polizeiwache Hockens und Formulare ausfüllens. Und diese Zeit ist jetzt. Nee. Was ist denn jetzt noch? Ach, sag nichts. Du willst deine Freundin, diese Dings, na, diese Edna finden, stimmt's? Ich dachte mir gleich, dass das Mädchen Überstunden bedeutet. Aber falls sie wirklich noch lebt, gehört das wohl auch zu meinen Pflichten. Wobei ich es für viel wahrscheinlicher halte, dass Dr. Marcel sie bereits gefunden und in einem Gartenhäcksler zu Schweinefutter verarbeitet hat. Wenn dem Was so ist denn mit dir? Dann finde ich das auch raus. Du musst dir also keine Sorgen mehr um deine kleine Freundin machen. Warum muss ich auch immer so verdammt mitfühlend sein? Ja, es ist ein Fluch. Na gut. Du wartest hier, während ich weitere Ermittlungen anstelle. Ich werde den Weg zur Anstalt überwachen. Vielleicht erfahre ich auf diese Weise etwas. Wenn ich etwas herausgefunden habe, gebe ich dir das Signal. Ich imitiere ein Huhu.
Huhu und so weiter. Du wirst das schon mitbekommen. Warte hier auf mich. Es dauert sicher nur wenige Stunden. Nur wenige Stunden. Lilly war sehr froh, dass Ednas Schicksal nun in den Händen dieses äußerst kompetenten Jugendermittlers lag. Dennoch hätte sie ihn gerne auf die Karte mit dem Weg zu Ednas Versteck hingewiesen. Doch Garrett war bereits verschwunden. Lilly riskierte selbst einen Blick auf die Karte. Sie konnte den Moorsee von hier aus sehen. Ednas Versteck konnte ja nicht weit sein. Du willst doch nicht im Dunkeln ins Moor laufen. Weißt du denn nicht, dass das sehr gefährlich ist? Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Ja. Es gibt so viele andere schöne Orte, an denen Kinder sich aufhalten können. Zum Beispiel das Landwirtschaftsmuseum. Oder das Berufsinformationszentrum des Arbeitsamtes. Langsam fand Lilly den lustigen Stoffhasen gar nicht mehr so lustig. Ich auch nicht. Das ist lustig geworden. Trotzig riskierte sie einen weiteren Blick auf die Karte. Du sollst dich nicht an gefährlichen Orten herumtreiben. Das tut mir leid. Ich wollte dich bestimmt nicht erschrecken. Wir sind doch Freunde. Und mit Freunden macht man keine Scherze. Ach komm schon. Gut, Moorsee, Brücke... und Dorf. Also zum Moorsee können wir nicht. Können wir zur Brücke? Ja, da können wir hin, okay. Der Weg, den Garrett gegangen war, führte Lilly zu einer kleinen Brücke über einen der brackigen Seitenausläufer des Moorsees. Hier waren zwei vertrauenserweckende Männer mit weißen Kitteln zu Werke, die Lilly zunächst nicht so recht einzuordnen wusste. Auf der anderen Uferseite erkannte Lilly außerdem Garrett in einem Gebüsch. Offenbar wollte er von den beiden Männern nicht gesehen werden. Und obschon die beiden nächtlichen Herumtreiber einen sympathischen Eindruck auf Lilly machten, entschied sie, es dem Jugendermittler gleich zu tun. Und? Hast du schon was gefunden? Musst du das andauernd fragen? Ich melde mich schon, wenn ich was entdecke. Hast ja recht. Wahrscheinlich hat mich Dr. Marcel langsam mit seinem Wahnsinn angesteckt. Seit wir diesen Stoffhasen am See gefunden haben, ist er wie besessen. Wir sollten uns um Patienten kümmern, nicht im Moor rumstochern. Und dann dieser absurde Plan mit der Hypnosepuppe. Hör bloß auf. Und such lieber weiter. Hast du mittlerweile eigentlich was gefunden? Tja. Lilly hatte genug gehört. Die Männer in Weiß waren anscheinend Handlanger von Dr. Marcel. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es mehr denn je, Ednas Versteck zu finden. Ja, Chris. Ich finde das schon, dass das so ein witziger Ort. Hat Spaß gemacht. Das ist nicht Blase. Lilly wollte die Pfleger lieber nicht auf sich aufmerksam machen. Offenbar war Ednas Sorge berechtigt gewesen. Dr. Marcel schien wirklich nach ihr zu suchen. Nun galt es... Ich glaube, das ist Blase, der hier. Der andere vielleicht, der andere Wärter, der uns da mal rausgeschmissen hatte. Kann sein. Garrett tat, was er am besten konnte. Lauschen. Hast du auch was gehört? Ich weiß nicht. Hoffentlich nicht schon wieder eins von diesen Säbelzahnwildschweinen. Ich bin immer noch ganz aus der Puste. Jo. An der Futterkrippe hing ein Schild. Säbelzahnwildschweine nicht füttern. Säbelzahnwildschweine sind äußerst gefährlich. Im Falle einer Begegnung keinesfalls wie ein braves Klosterschulmädchen aussehen. Säbelzahnwildschweine sind nachtaktiv, werden bis zu 2 Meter groß und lauern gerne in allen Schatten. Sie sind häufig in der Nähe von Revierkraut anzutreffen, da sie an den Blättern der Pflanze ihr Revier markieren. Also meiden sie nach Anbruch der Nacht Gebiete, in denen dieses Kraut wächst. Der Förster. Lilly hätte die Warnung ja gerne beherzigt, aber sie hatte keine Ahnung, woran sie Revierkraut erkennen sollte. Eins von den dreien, würde ich sagen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir ins Dorf. Oh, die Karte. Ey, die Karte mobbt mich. Die mobbt mich halt hart. Bin ich nicht okay. Lilly kam gerade rechtzeitig, um zu sehen, wie das flüchtige Topografie-Utensil durch ein vergittertes Fenster verschwand. Na toll. Pizzakarton. Die will ich haben. Ja,
will die Chilischoten haben. Und die Pizza. Gib mir doch die Pizza! Oh. Luftpumpe? Ach, da, die Luftpumpe. Das musste das Polizeiauto sein. Ja. Wenn bei Lilly die Luft raus war, dachte sie an Dinge, die ihr niemand nehmen konnte. Knochen. Das geht auch, Lilly. Das geht auch. Alles klar, wir haben jetzt eine Luftpumpe und eine Chilischote. Okay. Achso, ich kann jetzt durchs Gitter gucken, ne? Die Gitterstäbe legten nahe, dass es sich hierbei um einen Löwenkäfig handelte. Ich kann nicht durchs Gitter gucken, alles klar. In die Bar. Da können wir wahrscheinlich eh nicht rein. Friedhof ist auch ein gefährlicher Ort wahrscheinlich. Wir gehen einfach zur Polizei. Ach, bist du nicht der Tutorial-Mann? Bist du nicht der Tutorial-Mann? Ich will den Marker. Yes. Dose Valium. Weingummis. Ah. Muss ja irgendwie an die Karte, ne? Hm. Einfach mitnehmen, alles klar. Gut. Hey, Herr Polizist. Der Polizist zitterte am ganzen Körper. Dabei war es hier drin doch gar nicht so kalt. Ah, was? Oh, puh. Nur ein kleines Mädchen. Was irrst du hier so rum, mitten in der Nacht? Hast du gar keine Angst, dass dich die Irren erwischen? Nö. Das solltest du aber. Also husch, zurück in dein Bettchen. Oder willst du etwa eine Anzeige erstatten? Ja. Aha. Oh je, oh je. Das musste ja eines Tages passieren. Und wen willst du anzeigen, wenn ich fragen darf? Doch nicht etwa Dr. Marcel, oder? Aha. Ja. Psst, nicht so laut. Der Doktor ist ein einflussreicher Mann. Wir wissen zwar alle, dass er etwas auf dem Kerbholz hat, aber mit solchen Anschuldigungen muss man sehr vorsichtig sein. Solange du mir keine Beweise vorlegst, kann ich dir leider nicht helfen. Ja. Du schon wieder? Willst du? Ja. Aha. Oh je. Und wen? Doch nicht etwa dich selbst, oder? Aha. Ich bitte dich. Was will so ein kleines Mädchen wie du schon groß ausgefressen haben? Kinder in deinem Alter sind ja nicht einmal straffähig. Der einzige Grund, ein so junges Ding wie dich einzusperren, wäre eine Ausnüchterungsmaßnahme. Aber so artig wie du aussiehst, weißt du sicher, dass du keinen Alkohol trinken darfst, richtig? Aha. Na siehst du. Wenn du darauf bestehst, kannst du dich natürlich trotzdem gerne einem freiwilligen Alkoholtest unterziehen. Der Apparat ist gleich dort drüben an der Wand. Aber solange du nichts getrunken hast, kann ich dich auch nicht verhaften. Also, wir haben, einen Adler gekillt. Du schon wieder? Na, so, ich wäre, seid doch am besten und verschlossen. Du willst... Sorry. Na, so ein Glück. Ich wäre nur höchst ungern vor die Tür gegangen. Seit Dr. Marcel die Leitung seiner Anstalt schleifen lässt, wimmelt es hier nachts nur so von entlaufenden Irren. Am besten, man bleibt zu Hause und versteckt sich hinter seinem Schreibtisch. Das ist das Vernünftigste, was man machen kann. Oh ja. Na, oh ja. Alles klar, gehen wir erstmal ins Dorf. Wir dürfen hier nur keinen Alkohol trinken. In eine Bar gehen, ein Wasser trinken? Kann man auch machen, oder? Ach nee. Ach nee, okay. So haben wir irgendwas. Eine neonpinke Leuchtreklame. Lilly mochte alles, was bunt war. Blumen, Schmetterlinge und die Flecken, die sie bekam, wenn sie sich schlecht benahm. Kann ich das mitnehmen? Ja, kann ich machen, alles klar. Ein Flunderautomat. Flunder to go. Wie praktisch. Um den Automaten zu benutzen, brauchte man Kleingeld. Und eine niedrige Hemmschwelle im Umgang mit Salmonellen. Wir haben leider kein Kleingeld. Das ist unlucky, aber... Nachdem ihr Vater auf See verschollen war, hatte Lilly auch so eine Büchse bekommen. Der Verband zur Unterstützung von Seenotopfern hatte sich ja lange dafür sammeln müssen.
Ja. Was? Einfach mitnehmen? Ach komm, was? Nachdem ihr Vater auf der... Oh, was haben wir denn da? Ein kleines Mädchen. Ganz ohne Eltern. Allein. In der Nacht. Wie nett. Was treibt dich in diese dunkle Spelunke, in der dich niemand schreien hören würde? Der Alkohol? Was? Ich kann keinen Alkohol an Kinder ausschenken. Mir fehlt das Rezept für den einzigen alkoholischen Cocktail auf der Karte. Den Volcano Berserker. Außerdem sind mir die Zutaten ausgegangen. Wenn du also etwas trinken möchtest, solltest du auch die passenden Zutaten dabei haben. Dafür sind die Drinks dann umsonst. Hier, die Karte. Geil. Ein Volcano Berserker? Das tut mir leid, Püppchen. Da fehlt mir leider das Rezept. Das hat der Vorbesitzer mit ins Grab genommen. Oder wohin auch immer. Sie haben ihn ja noch gar nicht gefunden. Werden sie auch nicht. Nicht, wo die suchen. Okay. Neon Drink. Neon Grün, Neon Gelb, Neon Pink. Wir brauchen noch Neon Grün. Okay, und einen Kugelfisch. Bitte. Bitte sag mir nicht, dass ich mir einen Fisch holen muss und den dann mit der Luftpumpe aufpumpen muss, damit es ein Kugelfisch wird. Bitte nicht. Bitte nicht. Ach nee. Als ob. Das könnt ihr doch nicht machen. Grüne Neonfarbe. Alles klar. Wir haben Feuer. Du weißt, was du zu tun hast, Lily. Alles muss brennen. Alles. Okay. Alles klar. Ich will erstmal das Neongrün haben, bitte. Oh, das wäre ganz nett. Danke. Das Mädchen sah freundlich aus. Lachflash des Jahres. Ich gehe mal eben eine Flunder mit der Luftpumpe aufpusten. Ja, was? Also ganz ehrlich, ich stell mir das bei diesem Spiel vor, dass die das so einbauen. Ohne Witz. Nee. Was? Ich warte mal. Nein, hier ist nicht Tante Gordula. Mein Name ist Miranja. Miranja das Medium. Wie oft soll ich das denn noch sagen? Was? Das ist doch... Moment. Bleiben Sie bitte in der Leitung. Entschuldigung, Kleine. Das kann noch einen Augenblick dauern. Das ist schon wieder dieser Barkeeper Max Mixo. Ein lästiger Typ. So tot und trotzdem noch so laut. Insgesamt sind die Geister heute sehr unruhig. Sie plappern alle durcheinander. Wenn ich doch nur Ohrenstöpsel hätte. Wie war das? Jetzt hören Sie mal, meine Dame. Ich bin doch kein Grußkartenkurier. Ich bin mir sicher. Max Mixo, sei doch bitte einmal kurz still. Hier sind noch andere, die... Wer? Nein, ich kenne keine Priscilla. Miranja war beschäftigt. Lily hatte vollstes Verständnis dafür. Sie wusste, wie schwer es war, Geister zu ignorieren. Besonders die, die nachts nach einem griffen. Okay. Wir können schon mal einen Drink machen, Leute. So wird es auch sein. Ja, glaube ich auch. Ich glaube auch, dass es so sein wird. Definitiv. Kommt sofort. Das ist übrigens ein alkoholfreier Cocktail. Aber keine Sorge, es sind genügend andere illegale Substanzen drin. Okay. Gut, den behalten wir erstmal. Wir gehen mal nach dort, was auch immer hier ist. Achievement Déjà-vu bekommen. Gut. Es wurde in Edna Bricht aus erwähnt, dass dieser Screen hier nochmal eingefügt wurde in dieses Spiel, aber in dieser Auflösung. Alles klar.
Leute, die Edna Bericht auskennen, die werden sich auch an diesen Screen erinnern. So Leute, das war's erstmal mit dieser Folge von Harveys neue Augen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, bewertet den Part und wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Out da rein.